Hi, ich bin der Günther, ich bin aus deiner Bude. Willkommen zur zweiten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber in dumm. Kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Das Kapitel 4, das in dieser Version aus irgendeinem Grund den Namen Singende Erinnerungen trägt, heißt im Original tatsächlich Ein merkwürdiger Schatten. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Für alle, die die erste Folge nicht gesehen haben, noch einmal kurz hier Disclaimer, den werde ich jede Folge bringen. Das hier ist keine richtige Fanfiction von mir. Das ist meine erste Fanfiction, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und mehrere Sprachen in Google Translate gehauen wurde. In der ersten Folge hatten wir schon einige sehr tolle Szenen. Sie kamen saugut an, danke dafür. Genauso wie im Moment auch Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX gut ankommt. Der Kanal läuft im Moment. Ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Kapitel 5. Zuletzt. Neulich ging ich im Wald spazieren. Ich habe keine Zoroa oder andere Necrozma-Bergleute gefunden. Gezwungen. Punkt. Ah ja. Ich weiß nicht wohin und wo Silberdorf ist. Eines Nachts erschien mir Lati jedoch wieder in ihrem Traum. Ey komm. Also wie viele verschiedene Namen wollen wir Günther noch geben in dieser Geschichte? Jetzt haben wir Quent. Quent, kannst du mich hören? Ja, ich habe deine Stimme gehört. Stark und klar. Wo bist du? Was ist passiert? Necrozmas Sklaven haben mich verhaftet. Ich trat zurück und wurde in einem fremden Wald gerettet. Nur in einem Berg. Plötzlich verschwand sie wortlos. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, beschloss ich fortzufahren, um nicht herumzugehen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Am nächsten Tag begann ich zu planen. Ein richtiger Satz. Trotzdem wird der Wald niemals verschwinden. Und schon war's das wieder mit normalen Sätzen. Plötzlich traf ein Blitz meine Schultern. Sorry, dass ich mich über einen normalen Satz gefreut hab. Ich wartete darauf, dass Necrozmas Sklaven einen Angriff unternahmen und sich auf den Krieg vorbereiteten. Alles klar, World War 3 in Pokémon. Auch Wayi? Jetzt, was ist das? Buchstabiert. W-A-Y-I. Auch Wayi ließ ein paar Minuten entfernt einen Grabstein liegen. Es war eine Erleichterung, als ich es sah. Was? Lass uns ruhig sein, ich will nicht kämpfen. Ich lehnte mich zurück und fragte, was er hier mache. Ich gehe nach Silberdorf, aber ich kann es nicht selbst tun. Ich bin sehr schwach. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, was ich für mich tun soll. Ich helfe so viel ich kann, aber ich weiß nicht, wohin ich gehe. Also haben wir gemeinsam an der Eröffnungsfeier teilgenommen. Ein neuer Starbucks hat eröffnet in Silberdorf. Den letzten Teil mit Starbucks habe ich hinzugedichtet, den Teil mit der Eröffnungsfeier nicht. Die Reise dauerte mehrere Tage. Ich habe mehrmals gefragt, wie weit Silberdorf ist, aber die Antwort, die ich erhielt, war irrelevant. Es ist nicht zu weit. Die Antwort ergibt sogar fast Sinn. Langsam begann ich, mir Sorgen zu machen. Unser Kämpfer gegen die anderen Pokémon macht Chillast-Behauptungen, weil sie gut spielen. Ach so. Das ergibt natürlich gar keinen Sinn. Eine Woche später erreichten wir immer noch unser Ziel. Aber diesmal kann er mir mehr sagen. Morgen sind wir da. Als wir am nächsten Tag blieben, ging unsere Reise weiter. Nach 3 Stunden Demonstration erreichten wir den Tisch. Alles klar, nach Fridays for Future noch kurz zu Meckes, oder? Weiter gab es hier nichts anderes. Aber das ist eine Sackgasse. Wo ist Silberdorf?
Ich sah, was sich hinter mir abspielte, und Chelasts Stimme veränderte sich zu einer anderen. Aber es schien mir sehr... In Ordnung. Naha. Hä? Du bist richtig gemacht. Sie veränderte sich und sah wieder aus wie ein Sorua. Ich war unglücklich, weil ich nicht dachte, dass Sorua sich ändern könnte. Das hinzugefügte Pokémon kam aus der Schachtel. Es gab auch zwei Sorua und zwei Zoroastrians. Was sind Zoroastrians? Wisst ihr was? Google. Zoroastrianismus gibt's hier. Es gibt Zoroastrianismus. Der Zoroastrianismus ist eine Religion mit noch heute 120.000 bis 300.000 Anhängern, die vermutlich in Baktrien im östlichen Ort Irland entstand. Woran glauben die denn? Sie kennen mehrere Götter. Das ist einfach irgendeine komische Religion. Alles klar. Hier wird's jetzt religiös. Seht ihr, Bildung am Start. Ich weiß, dass ich diesen Krieg nicht ausnutzen kann, aber ich habe keine andere Wahl. Anfangs konnte ich mit meinen Feinden mithalten, aber sie schienen meine Angriffe loszulassen. Ich gab alles, aber mit der Zeit ließ meine Kraft langsam nach. Nach einer Weile verlor ich meine letzte Kraft und starb. Sehr schön, also... Danke, dass ihr dabei wart. Das war's mit der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in Dumm. Die Geschichte ist an dieser Stelle zu Ende. Quent ist leider gestorben. Ich habe alles auf verschiedene Arten beendet. Ah ja. Kapitel 6. Eine Vision des Glaubens. Als ich wieder aufwachte, hatte ich starke Schmerzen. Ich akzeptierte mich in dieser Hinsicht. Sehr gut, Selbstliebe ist auch wichtig. Anfangs stellte ich fest, dass all meine Wunden repariert waren. Ich fand ein Zimmer, das ich kannte. Fenster, Bettwäsche und mehr. Ich bin bei Lord Ecke. Alles war verletzt und ich hörte nicht auf. Hä? Das nächste Mal hörte ich zwei Stimmen aus dem anderen Raum. Plötzlich betrat Pokémon den Raum, den ich kannte und den ich nicht wollte. Das war, glaube ich, der schlechteste Satz hier bisher in dieser Geschichte. Plötzlich betrat Pokémon den Raum, den ich kannte und den ich nicht wollte. Ah, du bist endlich aufgewacht. Du bist lange Zeit in Ohnmacht gefallen. Dies war das erste Mal, dass ich mit jemandem einen Latias gesehen hatte. Das ist ganz seltene Spezies. In der Regel, so in der Sahara treiben die sich oft rum. Er machte sich auf die Suche nach Lord Ecke. Zur gleichen Zeit, als ich mich aus der Tür schob, dachte ich nach. Ich war noch immer machtlos und hatte Schmerzen. Zumindest denke ich so. Ich hörte eine Stimme. Du bist wach. Glücklich. Beim zweiten Mal fand ich einen Bereich, auf den ich keinen Zugriff hatte. Übrigens sieht es gut aus. Das war jetzt eine ganz wichtige Info. Es ist eine lange Wartezeit. Alles klar, Deutsche Bahn, oder? Ich habe dort zwei Pokémon gesehen. Einer von ihnen ist gerade gestorben. Sehr gut. Innerhalb von gefühlt 2 Minuten... haben wir hier jetzt schon 2 Tote. Okay, wer die Original-Walross-Edition kennt, Achtung, werden nicht jetzt weghören, auch wenn man eh kein bisschen versteht, eigentlich ja nur einen, aber... Hey, er ist tot. Ich habe versucht, mit ihnen zu sprechen, um zu verstehen, was passiert ist, aber sie konnten mich eindeutig nicht sehen. Ich versuchte mir selbst zu erklären, warum das alles so glücklich in meinem Denken war. Vor 2 Zeilen hast du gesagt, dass einer gestorben ist. Und jetzt, warum war alles so glücklich? Ist Quent irgendwie ein Psychopath?
plötzlich hat sich einen, das muss ich wieder googeln, einen Brain Dane. Brain? Einen Brain Drain. Brain Drain Definition. Komm. Brain Drain. Was bedeutet... Sag mal, ich bin hier auf duden.de und die wollen mir hier einfach nur Cookies reinballern. Abwanderung von Wissenschaftlerinnen in unter anderem hochqualifizierten Arbeitskräften ins Ausland, wodurch dem Auswanderungsland Fachkräfte und Wissen verloren gehen. Will Quent damit jetzt sagen, dass er gerade noch blöder geworden ist, oder? Meine Gedanken kommen zurück. Beim nächsten Mal wurde ich wieder schwarz und hörte eine neue Stimme. Hallo, bist du müde, okay? Kapitel 7. Anfangs alles. Meiner Meinung nach ist dieser Sound besonders interessant. Ich war es leid, aufzuwachen, wieder klar zu sehen, dass ich vom Krieg verwundet wurde. Sind wir hier jetzt im fucking Weltkriegsszenario? Sind wir hier in der Walrus Edition 3 oder was? Oh, stimmt. Das hatte ich ja gar nicht so hochgeladen. Jetzt versteht keiner, was ich meine. Fun Fact, die ursprüngliche Idee der Walrus Edition 3 war tatsächlich, dass die Geschichte in der Nachkriegszeit spielt. Und ja, das hört sich seltsam an. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Wo waren wir? Als ich mich umsah, sah ich die Gegend. Die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Frühlingsbaum. Lord Eek stand vor mir. Sie sind aufgewacht. Als sie plötzlich auftauchten, wollte ich nach Silberdorf. Wer sind sie? Das war der Tag, an dem ich in eine solche Welt kam. Als Lord Eek mich fragte, wer ich sei, wurde ich getäuscht. Du kennst mich, was ist los? Er sah mich verwundert an. Ich weiß nicht, was los ist. Wie kann ich dich kontrollieren? Du hast mich gerade verlassen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der das lustig findet. Einfach so komplett die Vorstellung. Da steht so Lord Ecke aus der Walrus Edition des Vulpix, guckt ihn so verwundert an und fragt dann so, ich weiß nicht, was los ist. Wie kann ich dich kontrollieren? Du hast mich gerade verlassen. Warum? Weiter geht's. Ich war überrascht, weil ich weiß, was passiert ist. Naha. Warum ist da das am Ende des Satzes? In meiner Freizeit gab ich etwas zurück. Oh, das ist nicht nötig. Lord Ecke sah mich immer erstaunt an, aber am Ende sagte er, ich weiß nicht, worum es geht, aber du siehst nicht böse aus. Du bist verletzt, wenn du es tust. Wenn du willst, sie können mir einen Scherz machen. Natürlich nahm ich das Angebot an und wollte erfahren, warum ich hier war. Also half Lord Ecke mir, zu seinem Haus zu gelangen, wo ich dort zu Abend aß. Gleichzeitig fragte ich mich, wer mich hierher brachte und warum mich die seltsamen Geräusche ärgerten. Mich ärgern seltsame Geräusche auch, das ist kein Wunder. Die Latino-Abstimmung spielt keine Rolle mehr. Gint, hör mir zu, die Zeit ist knapp. Du bist am Anfang für allen. Ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Du kannst dein Schicksal nicht erfüllen, weil der Schaden im Kampf tödlich sein wird. Sehr gut! Heißt das, dass etwa Gint noch ein drittes Mal stirbt? Wenn sie dies nicht tun, kann ich ihnen nicht mehr helfen und die Welt wird verschwinden. Die Zukunft verändert sich. Der Ton ging schnell verloren. Aber von dieser Erklärung wusste ich, was zu tun war. Und ich machte einen Plan. Ich hatte die Gelegenheit, es zu tun. Dieser Krieg ist unparteiisch. Ich weiß, mein Plan ist völlig gefährlich und meine Erfolgschancen sind fast null. Aber ich habe keine Chance. Jetzt mal, was zur Hölle? Wie oft? Was will der Google-Übersetzer mir sagen, damit das hier so oft vom Krieg die Rede ist?
Dieses Mal habe ich einen ganzen Tag damit verbracht, Daten zu sammeln, um mich zu aktualisieren. Günther Version 2.0, würde ich da mal sagen, hust. Ich weiß sehr gut, dass alles funktionieren wird wie vorher. Nur von Latias hatte ich noch nichts gehört. Meine Wunde war direkt verletzt. Aber ich wusste, dass ich bei meiner Planung viele ernsthafte Verletzungen erleiden würde. Endlich eine lang ersehnte Nacht. In meinen Gedanken ist alles klar. Der schamlose Schatten schockierte mich. Digga, Alliteration ballert, jetzt müsst's nur noch Sinn machen. Och nö. Kannst du mal aufhören mit deinem fucking Krieg? Ich war nicht in den Krieg verwickelt gewesen, seit ich das Klingeln gehört hatte. Wenn ich kämpfe, werden sie mich angreifen und es wird enden. Also habe ich alles wie gewohnt gemacht. Ich kletterte, ging mit Hilfe des Waldes und trennte mich mit Nzorua. Ich habe sein Spiel gespielt und wusste, dass ich mich hier in der gleichen Situation wiederfinden würde und es enden würde, wenn ich kämpfen würde. Also reiten wir 2 Wochen und nehmen als Beispiel, bis wir den Mund erreichen. Ich stellte mich auf den Tisch und sagte ohne hinzusehen: Jetzt ist es Zeit, mir zu sagen, dass du ein Soror bist und dass dein Freund vergessen ist, oder? Was? Hobaba? Was? Okay, das ist nicht mal mehr ein Wort. Hobaba. Wirklich, H-O-W-A-W-A. Hobaba. Oh, das ist egal. Es begann also alles mit der Entscheidung. Ich sah den Feind an. Sie schienen besonders nervig zu sein. Denn zumindest wusste ich, dass sie mich schlugen und sich gegenseitig schlugen. Was? Ich glaube, die sind genauso verwirrt wie ich gerade. Ich sah sie auch an und ging langsam zurück. Ich erlaube nicht die richtigen Kämpfe. Nach verschiedenen Schritten wurde mir klar, dass ich gefallen war. Bisher hatte mein Plan funktioniert. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich im Herbst anfange und weniger Schaden anrichte als im Krieg. Ich hatte Schmerzen und fühlte mich plötzlich blau. Kanimanis sind blau. Und an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge. Es war wieder höchst verwirrend. Wir hatten heute 2 Tode und haben sehr viel über den Krieg erfahren. Wenn ich diese Folge in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich wahrscheinlich Hovava sagen. Aber hey, zumindest können wir uns für Quent freuen. Er ist 2-mal gestorben. Also, super. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich auch die Nachfolger so machen soll. Wir sehen uns bald wieder. Ah ja, wie ihr vielleicht seht, dieses Format wird doch nicht mittwochs und samstags kommen, sondern einfach alle 3 Tage. Dürft ihr euch hoffentlich freuen, dass es ein bisschen öfter kommt als zunächst geplant. Jedenfalls sehe ich keinen Grund, warum nicht. Naja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao mit V.